Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir sind im DSH-Vorbereitungskurs und üben heute das Hörverstehen. Unser Text ist das Thema Artensterben im DSH-Vorbereitungsbuch DSH und Studienvorbereitung 2020 von Klaus Lodewig im Fabuda Verlag. Ich stelle Olga jetzt 5 Fragen zum ersten Abschnitt des Textes. Olga, worum geht es in diesem Text? In diesem Text geht es um den Sterben der Arten. In diesem Text geht es um das große Sterben der Arten oder vieler Arten. Sehr gut. Nummer 2. Wodurch verschwinden so viele Arten auf unserem Globus? So viele Arten verschwinden durch das menschliche Tun. Durch das menschliche Tun oder durch das Tun oder Handeln des Menschen. Diese vielen Arten verschwinden durch menschliches Tun, durch menschliche Aktion, durch menschliche Aktivität. Prima. Nummer 3. Wissen wir, wie viele Arten verschwinden? Nein, wir wissen nicht, wie viele Arten verschwinden. Sie verschwinden täglich. Täglich, ja. Wir wissen nicht, wie viele Arten verschwinden, aber es verschwinden täglich Tausende, Zehntausende oder sogar, ja, vielleicht sogar Millionen. Die nächste Frage, kennen wir Menschen den Wert für uns Menschen? Da kommt kein Komma hin. Kennen wir den Wert für uns Menschen? Nee, da, das Komma muss weg. Oh. Kennen wir den Wert der Arten für uns Menschen? Ja. Ja, wir sollten ihn kennen. Aber den wirklichen Wert der Art kennen wir nicht. Ja, wir wissen zu wenig. Die Frage Nummer 5. Wissen wir für die Bedeutung für die Natur? Nein, wir wissen nicht für die Bedeutung. Der Natur. Wir wissen auch nicht viel für oder über die Bedeutung für die Natur. Wir müssen das noch erforschen. Aber jede Art hat ihren Sinn, um das Gleichgewicht in der Natur aufrecht zu erhalten. Gut, danke, Olga. Bitte.